Hallo Leute, Sel hier und willkommen zurück zu Starfield. Ihr seht's, wir sind hier in einem Orbit. Und zwar sind wir hier bei Zamka und ja, hier in Alpha Centauri. Ich habe nämlich mal hier mich so ein bisschen umgeguckt und festgestellt, Mensch, hier sind ja so Planeten mit diversen Ressourcen und ich dachte mir, es wird mal Zeit, um einen Außenposten aufzubauen. Das machen wir jetzt zusammen. So, und wenn wir uns das angucken, dann sehen wir, dass wir hier haben Kupfer, Nickel, Eisen, Uran, Helium 3. Ja, also ganz viel eigentlich, Kobalt auch, Vanadium. Und jetzt ist die Frage, wie funktioniert's? Und ich habe keine Ahnung. Das Einzige, was wir hier sehen, ist mit den Farben, zeigt das auch an. Da haben wir Kupfer, Wasser und so weiter, Helium 3. Und jetzt ist die Frage, wo baut man den Außenposten? So, da ist mir aufgefallen, Kupfer ist irgendwie nur an den Polen zu finden. Das heißt, irgendwo hier an den Polen bauen wäre schon mal nicht schlecht. So, und jetzt sehen wir hier, da ist Nickel, da ist Eisen, Helium 3. Also von mir aus hier wäre ja schön. Und das ist dann die Frage, wenn wir hier jetzt landen, wie viel davon kriegen wir an den Außenposten rein? Also eigentlich wäre ja vielleicht hier irgendwie ganz gut, weil hier haben wir Kupfer, Nickel und Eisen. Tja, ich habe nämlich eigentlich nicht Lust, noch hier einen zweiten Außenposten zu bauen. Das heißt, die Frage. Tja, das heißt, ich würde zur Sicherheit einfach mal irgendwie hier landen. Dass wir wenigstens die drei Geschichten im Rahmen haben. Ich male mir nämlich aus, dass ich so auf die Art die Möglichkeit bekomme, Ressourcen für Schiffe zu kriegen. Okay. Extreme Kälte. Genau, zeig mir das mal. Gebäude. Auch Gebäude, da sind doch auch schon Gebäude. Okay, Schwerkraft. Unterkühlung. Oh, ich bin unterkühlt. Also hier ist es kalt, ja. So, normalerweise zeigt er mir ja im Boden, wenn ich Ressourcen finde. So, wir scannen erstmal. So, mal 2 von 8 gescannt. Ich hoffe nicht, dass das nur das Zeug ist hier. Oh, da ist doch was. Guck mal, was ist das da? Genau, hier ist Kupfer. Gebäude. Also, Kupfer haben wir. Das ist die Frage, ob wir den Rest jetzt hier auch noch finden. So, wenn es jetzt genauso ist wie auf der Planetenübersicht, dann müsste ja Kupfer oben sein. Und der Rest müsste eigentlich auf der Seite vom Schiff sein. Naja, so ähnlich. Da haben wir schon wieder Kupfer. So, mehr Reichweite für den Scanner wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. So, und jetzt habe ich hier auf der Seite vom Schiff auch nochmal Kupfer gefunden. Bin da jetzt nicht unbedingt begeistert von, muss ich sagen. So, jetzt habe ich hier eine Kiste. Jetzt muss ich erstmal direkt gucken. Was ist das hier? Komponente zur Herstellung, ja? Nehmen wir mit. Den Anzug brauchen wir nicht. So, da ist Licht. Da gehen wir natürlich hin. Was anderes als Kupfer im Boden habe ich hier auch noch nicht gefunden. So. Ist hier jemand?
Sieht nicht so aus, hä? Können wir gleich mal gucken, ob wir hier irgendwas Tolles finden? Dietriche zum Beispiel, oder... eine Orange, die hier rumliegt. Nee, die suchen wir nicht. Eingestutzte Mine. Vanadium, Kupfer. Was haben wir hier noch? Wasser. Helium, das ist gut. Also Helium 3 vor allem, ne? Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Oh, da ist jemand tot. Magnet nehmen wir mit. Credits nehmen wir auch mit. Destilliertes Wasser, kann man das brauchen? Hm, ne. So, hier ist noch was. Schlagschrauber. Ja, ne, das brauchen wir natürlich nicht. So, und hier geht das weiter. Ja, Minen. Warte mal, was sagt mein Gewicht? Ja, können wir eigentlich mitnehmen, wa? So, Essen. Ich habe schon so riesige Höhlensysteme gesehen, dass man sich jahrelang darin verirren könnte. Mhm. Wenn das da reingeht, oder wie? Ja, würde ich sagen. Gehen wir hinterher, würde ich sagen. Ich wollte sagen, irgendwas zappelt doch hier. Credits nehmen wir mit. Raumstation nehmen wir natürlich mit. Das nehmen wir nicht mit. Gut, Dietriche werden wir hier wohl nicht finden, wa? Mal sehen, wie wir hier wieder rauskommen. Medipack. Stahlflasche brauchen wir nicht. Oh, hier unten, guck mal. Es leuchtet. Ja, Uran nehmen wir mit. Was haben wir hier? Boostpacker, ne, das brauchen wir nicht. Hier sind sogar Knochen, guckt euch das an. Was hat er hier gerade gezeigt? Man weiß es nicht. Würde mich nicht wundern, wenn hier noch irgendwas rumrennt. Oh, es fehlt übrigens noch eine Ressource, die werden wir doch bestimmt hier in der Höhle finden. Tja. Da oben geht's irgendwie weiter, ne? Aber wir können ja erstmal hier unten lang gehen. Irgendwie hänge ich gerade fest. So. Hier auch wieder Knochen. Irgendwas hat hier gelebt. Oder lebt immer noch hier und hat das andere gefressen. Man weiß es nicht. Munition ist gut. Kreaturenhaufen, aha. Nehmen wir natürlich alles mit. Angst? Das lässt sich nicht scannen. Lässt sich das abbauen? Genau, stell dich mal im Weg. Einer, okay. Ja, wer weiß, was die hier gesucht haben, ne? Hm, wie komme ich denn da jetzt? Jetzt. Oder auch nicht. Okay, danke. Credits. Argon nehmen wir auch mit, ne? Medipack, logisch. Bin ich jetzt hier auf dem Weg raus? Ne, hier war ich noch nicht. Injektor. Also ja, das ist der Weg raus, aber... irgendwie fehlt mir noch was Tolles. Was ist da los? Kreaturenhaufen.
eine Höhle ist doch jetzt hier der ideale Standort. Um irgendeine Ressource zu platzieren, die wir noch nicht hatten. Geht's da drüben nicht auch weiter? Naja, nicht so richtig. Da unten war ich. Chlor. Hatte ich schon gescannt, ja? So, mal gucken, hier liegt was rum. Hier war ich schon mal, hier ist leer. Und von da oben kam ich, hä? Gut, dann habe ich den Weg rausgefunden gehabt. Na, springen wollte ich eigentlich. Danke. Die hängt da fest, hä? Ist hier noch irgendwas? Hier war ich schon. Na gut, dann gehen wir mal hier raus aus der Höhle. Klingt so, als läuft hier irgendwas rum, ne? Hm. Giftgas, ja mein Gott. Okay, eigentlich bin ich auch nur auf der Suche nach Kupfer. Kupfer sei ich schon. Außenpostenabbauzeug. Also die Landestelle in der Planetenübersicht sah doch ganz gut aus, ne? Warum ist denn das jetzt hier alles nicht? Oder wie weitläufig soll das sein? Was ist das hier? Hm. So, da ist das Schiffchen. Da haben wir schon wieder Kupfer. Also ich bin da nicht begeistert von, muss ich sagen. Das Gute an so niedriger Gravitation ist, dass quasi meine Ausdauer beim Sprinten kaum runtergeht, ne? Also fast gar nicht. Alles super easy. Da, schon wieder Kupfer. Also ich guck mir gleich mal das da an, ja, weil viel fehlt nicht mehr, um den Planeten komplett entdeckt zu haben. Deswegen hoffe ich, dass ich das jetzt hier alles so mitnehmen kann. So komische Steinformationen hier, hä? Hier kommt doch gar nichts mehr zum Scannen irgendwie. Da ist mal was. Aber das haben wir alles schon. Da ist schon wieder Kupfer. Okay, wir haben hier ein geophysikalisches Merkmal. Was haben wir denn hier? Normalerweise muss man doch dann Sachen scannen, oder nicht? Ich wollte gerade sagen, hier. Oh, guck mal, da ist was zum Scannen. Oder nee, das ist was zum Sammeln, hä? Schade. Ich habe mich gerade gefreut. Oh, das Hotel, hä? Hatte ich das hier schon gescannt? Ja. Ich muss jetzt das zweite noch finden, aber ja, wer weiß, wo das ist. Hier sind so viele Krater irgendwie. Da, guck mal, da ist es. Okay, eins haben wir gefunden. Vielleicht sogar noch irgendeine Ressource hier, die wir noch nicht haben? Ah, was ist denn hier los? Oh, da ist was Blaues. Guck mal, was haben wir da? Nickel. Nee, warte mal.
Ah, 8 von 8. Okay, das haben wir. So, was anderes wird mir nicht mehr angezeigt. Gebäude, ja. Tja. Um Ressourcen abzubauen, würde ich jetzt mal sagen. Hat sich nicht gelohnt, der Ausflug. So, ein Merkmal fehlt nämlich noch. So, wir reisen mal schnell. So, Moment. Was verstehe ich daran nicht? Wir sind dort gelandet und gefunden haben wir nur Kupfer. Das ist doch mäh. Mich zeigen. Ha. Das da hinten könnte... Naja, man weiß es nicht, was sein. Also rein von der Ausrichtung her bin ich doch in die richtige Richtung gegangen. Hier sogar das Schlammbecken war in die richtige Richtung. Mehr oder weniger. Also eigentlich... Ja, ich weiß nicht, wie sehr man dem vertrauen kann. Das ist irgendwie mäh. Eisen und Kupfer. Ich will nicht hier für jedes Ding einen eigenen Außenposten bauen. Eigentlich. Ich meine, man könnte sonst noch den hier nehmen. Guck mal, wir nehmen mal den. Die Landeplätze bleiben ja erstmal erhalten, oder? Und vielleicht finden wir hier auch nochmal... anderes Merkmal. Oh, guck mal, hier scheint es gar nicht so kalt zu sein. Was haben wir hier? Doch, Kälte haben wir ja auch. Da steht sogar noch irgendwas. So, was haben wir denn da? Irgendwelche Signale? Da gehen wir nochmal hin. Aber erstmal guck mal hier. Da, was ist das da? Kobalt. Aber wie kommen wir denn jetzt dazu, hier Kobalt zu haben, sag mal? Gebäude. Ist leider kein Schiff zum Mitnehmen. Schade eigentlich. Hier auch Kobalt. Da ist noch was. Was ist das hier? Ressource. Nehmen wir mit. Also wegen Kobalt kann man ja nun gar nicht hierher. Aber kann es sein, dass wir das... Ah, hier guck mal. Nickel. Kobalt. Hier sind ja zumindest schon mal zwei. Wenn wir jetzt hier auch noch Eisen haben. Also richtig zu sehen ist das ja nicht, hä? Da hier, was ist das? Nickel. Hm. Da ist Kobalt. Also, das Schiff steht hier zumindest schon mal deutlich besser, muss man ja mal feststellen. So, Nickel, Kobalt. Und dann ist das ja quasi tatsächlich so, wie wir das vorgestellt haben. Nur die falschen Ressourcen sind's. Und ein bisschen mehr Reichweite könnte ich hier mit dem Scanner haben, oder? Gerne. Sehe ich vielleicht auch mehr. Oh. Achso, dieses Ding da ist Helium. Naja, okay. So, jetzt muss ich doch hier Sachen scannen, oder? Gescannt. Okay, wir haben die Analysedaten komplett. So. Sieht so aus, als wäre das mein Schiff. Eisen. Sehr schön. Eine Hanghöhle. Was ist denn eine Hanghöhle? Strahlung auch, ja. So, ich stehe auf dem Eisenfeld. Und das ist ziemlich groß. Das ist schon das nächste, ne? Jetzt habe ich hier jede Menge Eisen. Ja, wahrscheinlich sind diese Spots, die ich mir ausgewählt hatte, zu klein irgendwie, als dass er so ein Abbauvorkommen generiert. Habe ich da mein nächstes Schiff? Ja. Oh ja!
Also, nehme ich. So. Wo geht die Luke auf? Da geht die Luke auf. Von denen nehme ich das doch auch. Lass mich rein! Komm! Ah, verdammt! Tja. So viel dazu. Vor allem ist das jetzt hier so eine Riesenanlage. Geschützturm sogar. Habe ich jetzt hier genug Kapazität noch? Eigentlich nicht so richtig. Na gut, komm. Eine Raupe. Hier draußen. So, ja, mal wieder Kupfer. Okay. Macht keinen Spaß. Dass wir hier eine riesen Öde haben, okay. Mann. Eisen, Nickel, Kupfer. Versuchen wir es mal. Wie geht's denn so? Naja, nicht so gut, würde ich sagen, ja. Eisen, wir stehen drauf. Noch mehr Eisen. Wieder Gebäude. Ziemlich viele Sachen hier. Noch mehr Eisen. Ziemlich viel wirklich zum Erkunden hier auch. Erfrierungen erlitten, aha. So, Kiste. Irgendwas habe ich gerade genommen, was ich eigentlich nicht hätte nehmen wollen, aber ist doch okay. Da ist das nächste Eisen. Inmitten dieser Formationen, da ist Eisen. Was anderes als Eisen wäre ja schön gewesen. Piraten. Auch Eisen. Okay, dann eben nicht. Da krieg ich das hier aufgeschweißt oder so. Ist so richtig. Komme ich wahrscheinlich irgendwann raus dann, ne? Ach, mal hier oben, Mensch. Immerhin. Eisen. Ganz schön viel Anlage hier wieder. Schmuggelware. Ach, guck an. Habe ich eh schon. Nimm mir noch mehr mit. Bio-Labor. Ach, guck mal hier.
Hier. Das geht nur da drin. Auch nur in. Auch nur drin. Der geht nur auf Ebene 2. Warte mal. Der geht nur da. Das ist so richtig schlecht. Der müsste da. Und. Ne. Das heißt, der nochmal zweimal, oder was? Ey, ich komme hier schon nicht mehr mal durch die erste Ebene durch. Was soll das denn? Dann mal den. Wir brauchen ja nochmal zwei, die so ähnlich angeordnet sind. Haben wir aber nicht. Wir hätten zwei einzelne. Die will ich aber nicht nehmen. Ach, wir haben den tatsächlich zweimal hier. Man könnte sonst auch die beiden nehmen. Und das so machen. Müssen wir wahrscheinlich, ja? Na, dann gucken wir mal, wie wir durchkommen. So, dann brauchen wir hier nochmal zwei. Könnte das hinkommen? Ja, ne? So. Der geht nur drin. Warte mal, den können wir schon mal ausrichten sonst. Warte mal, wie müsste der hin? So. Dann brauchen wir noch einen, der die oberen da mitnimmt. Der ist es nicht. Der muss nach drin. So, der passt. Naja, der passt hier. Bräuchten wir hier zwei. Der kommt nach drin. Unten. Dann bleiben die beiden übrig. Das sind die hier. Okay, den inneren haben wir. Dann brauchen wir jetzt noch den äußeren. Wo kriege ich ihn jetzt? Dann müsste ich die zwei vielleicht nehmen. So. Okay, haben wir. Ja, dann nehmen wir doch mal die Schmuggelware weg, ja? Da haben wir immer hier die Schmuggelware rausgeklaut. Wenn du mir jetzt noch was anderes gibst als Eisen. Oh. Ja, vielleicht noch mal hier in die Richtung gehen. Sieht schlecht aus, wa? Da kommt schon wieder das nächste Eisen. Ich werde mal was anderes probieren. Wie sieht's denn aus, wenn ich hier einfach mal so einen Außenposten baue? Warte mal. Wie geht denn das? Fotomodus Außenposten. 8 steht da. So, bestätigen. Ach, guck mal hier. Eisen, Wasser. Was ist das Rote da? Kann ich platziert werden. Nanu, da werden mir die Steine ausgeblendet, okay. Interessant ist, dass ich selber erstmal gar keine Idee habe, wo ich hier das Wasser hernehmen soll. Doch, da oben, Mensch. Sieht ein bisschen aus wie Jabbas Palast, eh? Warte mal, liegt das jetzt daran, weil ich da oben angefangen habe damit? Oh, da Helium 3A, ja, guck mal, guck mal, guck mal. Eisen, Helium 3, Wasser. So, hier haben wir schon mal Eisen. Eisen, Helium 3, Wasser. Wo ist jetzt das Nickel? Da ist schon wieder so ein Riesenteil da hinten.
Okay, da war Wasser gerade schon weg. Okay, Helium 3 verschwindet dann. Das soll auf jeden Fall bleiben. Beziehungsweise... war ja doch eigentlich schon. Eigentlich sind wir ja dafür hier, ne? Da verschwindet sogar das Eisen. Das gibt's ja wohl nicht. Gut, bleiben wir hier. Hier haben wir wenigstens noch Eisen mit dazu. Reicht mir jetzt. Bauen wir das hier oben, war, oder? Hätte ich gesagt. So, drehen, okay. E bestätigen. Voraussetzung für den Bau. Von was? Von dem Extraktor? Ich brauche mehr Eisen und ich brauche Aluminium. Ja, toll. Wolfram habe ich sogar. Strom. Mit Q und E kannst du die Baumenükategorien schalten mit Tab mit Modifizieren Modus. Okay. So, ich kann keinen Eisenextraktor bauen, weil mir Eisen fehlt, ja? Herzlichen Glückwunsch. Helium 3 Extraktor. Dazu fehlt mir Aluminium. Also Aluminium ist anscheinend wichtig, hä? Wasser? Woher soll ich ein Wasser ziehen? Oder ist ihm das egal? Okay, also der Außenposten hat schon ein bisschen Reichweite, ne? Extraktoren, so, was haben wir da noch? Energie, okay. Aluminium, Beryllium. Aluminium ist wichtig. Xedon, oh, was ist das hier für ein Teil? Laternenfall, okay. Lager, Eisen, Schmierstoffe. Wolfram haben wir. Diverses Eisen brauchen wir. Adaptiver Rahmen, okay, Aluminium. Bilders, ja, okay. Betriebskosten, Aluminium, Eisen, Aluminium. Gebäude, Blei haben wir, Aluminium, okay, Dichtmittel. Also Aluminium ist total wichtig, hä? Gar nicht mal so viel Eisen. Werkbänke, ah ja, geil, super. Wozu soll man denn Verteidigungssachen bauen? Werde ich hier angegriffen? Aluminium, tatsächlich. So, was ist da denn? Scan-Booster, was ist das denn? Verdoppelt die Reichweite meines Handscanners. Wo? Überall? Oder nur hier? Verdreifacht die Reichweite des Handscanners. Boah. Vervierfacht die Reichweite des Handscanners. Geil. Aber Aluminium. Bewegen, umschalten, Baumodus, verlassen. Das heißt, ich kann den woanders hinstellen jetzt, ja? Okay. Wie sieht's aus mit Abreißen? Ah, okay, okay, Flycam. Ja, die bräuchte ich im Kern schon, also die, genau, die Flycam bräuchte ich eigentlich schon beim Suchen hier. Abreißen wäre nicht schlecht. Ah, warte, hier, hier. Umbenennen, bauen. Außenposten entfernen. Wird dauerhaft entfernt, ja. Okay. Gut, das heißt, wir nehmen die Erfahrung mit und sagen, so geht's nicht. Und dann suche ich einen Planeten, der Aluminium hat. Oh.
Der ja leider auch nicht, ne? Was ist ein Aluminium AL? Tja, gut. Ich würde sagen, das war dann mal eine Folge, wie man es nicht macht. In der Hinsicht, Leute, wenn ihr wollt, schaltet gern beim nächsten Mal wieder ein. Da habe ich dann hoffentlich auch schon mal was gebaut. Ansonsten würde ich sagen, lasst euch gut gehen und wir sehen uns. Tschüss.